Wir gehen als erstes rein in German Grinch TikToks 23 von die LAN-Kabel. Seid ihr bereit, Chat? Einmal fest anschnallen. Schon lange kein TikToks mehr angeguckt. Perfekt. Willkommen auf dem Channel von LAN-Kabel. Oh nee, ich will da nicht drin sein. Für uns, für die Zeit, in der wir mal glücklich waren. Uns ist Vergangenheit. Streich das aus deinem Gedächtnis. Nein, unmöglich. Luna, du musst die Wahrheit erfahren. Ich schick dir das Video. Schick es mir so oft du möchtest. Das wird dich sicher bald selbst... Der Junkfood sieht jetzt anders aus. Da ist der neue Junkfood. Please. Der Junkfood hat sich verändert. Please, please, please. Was? Hallo, Liebling. Ich hab dich so lieb. Kommst du zu mir? Kommst du zu mir, bitte? Ich hab dich lieb. I love you. Koi hat jau, koi kid hat jau. Ma, komm, komm. Also ich dachte ja, dass sich im Laufe der Zeit die Leute auf TikTok ändern. Aber die werden ja immer schlimmer. Die werden ja... Also mit den Videos werden die ja immer schlimmer und unangenehmer. Du denkst, ich bin lieb, klein und süß? Böser Fehler. Ich hab Schmerzen in der Brust gerade. Ich hab einfach Schmerzen in der Brust. Also da kann ich auch wirklich nur den Leuten ans Herz legen, spart euer Geld. Spart euer Geld, weil Rente wird es nicht geben. Für viele, viele Menschen wird es keine Rente geben. Wer soll es bezahlen? Ich sehe das nicht, dass die Jugend die Rente übernimmt. Sehe ich nicht. Halt dein Maul! Ich hab kein Maul, ich hab einen Mund, du Schweinehund. Ich hab keine Worte. Und bist du auch noch dabei, dann bin ich super dran. Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger bis zum Start. Bleib bloß weg von ihm, Pat, und merkst du nicht, dass das ein Trick ist? Wie war das? Ich soll alle umbringen und abhauen? Sorry. Diablo 018. Das ist einfach andere Welt. Wenn ich mir das angucke, denke ich immer, ich bin in einem Paralleluniversum. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie solche Menschen gesehen. Und dann kommt TikTok. Und dann frage ich mich, wo kommen die Menschen her und wo sind die, was machen die? Stop it. Get some help. Die Stimmen. Ich mache nur Spaß. Das haben sie gar nicht gesagt. Ich bin gleich wieder da. Du bleibst jetzt hier, Sandra. 2x2 und 6 hoch 3 gehen an mir zack vorbei. Mathe ist ein A. Ich brauch sofort ne Idee. Plötzlich wird mir schlecht. Fühl mich so geschwächt. Ich bleib heute zu Hause. Der Jonathan. Ich hatte so Hoffnung, wo ich ihn gesehen habe. Ich dachte, er hält einen Vortrag über Polizei. Aber auch er ist abgerutscht in die Tiefen des TikToks und hat sich mitreißen lassen. Dickes F in Chat für Jonathan. Dickes F. Statt mir einen gebrochenen Herz zu schicken, hättest du mir einfach ein Herz gegönnt. Das hast du aber nie gemacht.
Du hast mir nie auf WhatsApp irgendein Herz geschickt und nie auf deinem Story irgendein Herz gepostet. Und du schickst mir jetzt ein gebrochenes Herz? Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, wie das mich zerstört? Bitte, es ist kein Spaß mehr, Hussein. Es ist kein Spaß. Mein Herz ist komplett gebrochen und ich kann sogar nicht mehr meine Tränen halten. Stell dich vor, einfach Emotionen, Gefühle. Einfach gekoppelt mit WhatsApp-Emojis. Perfekt. Hey, what's up, everybody? This is Tropotan. Ich grüße Obama und den Kurden. Nein, nein, kein Outro. Bin ich froh, dass ich das hinter mir habe. Bin ich froh. Wir haben nur ein Problem, Chat. Dampframme muss auf 10 Minuten kommen. Deswegen gibt es eine zweite Version. Gebrochen! Willkommen auf dem Channel von Landkabel! Oh nee, ich will da nicht drin sein. Ich will da eigentlich auch nicht drin sein. Eifersucht kann man für etwas Gutes nutzen. Man kann ein bisschen mit Gedanken spielen. Mit Gedanken spielen? Und den Körper verwöhnen. Man kann Eifersucht nutzen. Man kann ein bisschen mit Gedanken spielen und den Körper verwöhnen. Danke, Bibi. Kannst du in der Dusche pinkeln, aber nur, wenn du auch duschst. Keine Freiheiten. Ich habe keine Freiheiten in diesem Haus. Nach dem Sex werde ich nicht mit dir reden. Gut, dann gibt es eben keinen Sex. Du kannst mich nicht Sex feuern. Ich Sex kündige. Ich muss wütend bleiben. Am nächsten Morgen wird die Schlacht gewonnen oder verloren. Lass ihn zappeln. Bei mir ist die Eiszeit angebrochen. Bitte nicht. Ach, Gott sei Dank. Morgen. Hey, ich wollte gerade... Du hast mich gehört. Also von der Statur her direkt sympathisch, weil sieht aus wie unsympathisch. Der ist mir... Also Marvin ist mir sofort sympathisch. Du hast mich gehört. Du wusstest, dass ich hier bin. Du solltest lernen anzuklopfen. Was ist, wenn ich nackt wäre? Sheriff Forbes hat uns noch einen Ort zum Überprüfen genannt. Sein TikTok bestand darin, dass er sich eine Jacke anzieht. Na danke. Kommen die Belauen mit der Gang. Ha! Schäbitz bocken, hatten dicken Brocken. Schäbitz bocken, deine Mutter werd ich bocken. Ja! Wie bitte? Schäbitz, ha! Schäbitz bocken, hatten dicken Brocken. Schäbitz bocken, deine Mutter werd ich bocken. Ja! Bocken, ja! Wie groß ist denn dein Loch ungefähr? Ein kleines Loch. Ja, komm, wir gehen mal ins Badezimmer, gucken uns das mal an. Nein, ich will nicht ins... Nein. Badezimmer! Komm, nur einmal schnell gucken. Nein, ich will es nicht. Ich schreibe einen Hit. Die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit. Ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug. Die Walli. If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Das ist schon wieder geil. Das finde ich sehr lustig. Wenn ihr hier auftaucht, gibt es ein Blutbad.
Ich habe eine Verteidigung, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich wollte kurz sagen, wir haben es 13:05. Was? Entschuldigung, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich wollte kurz sagen, wir haben es 13:05. Also, da ist dann auch einfach, ja, es ist so hart. Denn du bist M-E-G-A, du bist mega, und alles ist egal, solange du einfach bei mir bist. Solange du einfach bei mir bist und sie oder er zeigt den Mittelfinger. Sarah Heckmann. Du bist einfach eine Legende. Sarah Heckmann. Na, 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 na. Sarah Heckmann. Na, 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 na. Sarah Heckmann. Du bist eine Legende. Sarah Heckmann. Na, 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 na. Ich bin gleich wieder da. Du bleibst jetzt hier, Sandra. 2 mal 2 und 6 hoch 3 gehen an mir zack vorbei. Mathe ist ein A. Zeig mal, wie du Girls klären würdest. Also, bitte nicht. Die erste Art ist. Bitte nicht. Oh, das wird ganz schlimm, Chat. Oh. Hey Schuhschnecke, wie geht's? Und der zweite, also das zweite, das ist mein Geheimtipp an die Jungs da draußen. Geht einfach zu einem Mädchen hin und sagt, hey, jetzt, du bist mir aufgefallen, ich würde dich gern kennenlernen. Bock auf einen Kaffee, da kann sie einfach nicht nein sagen. Das geht nicht. Das ist so romantisch, da kann kein Girl Nein sagen. Das ist romantisch. Romantisch ist, du gehst zu ihr hin und sagst, Holger, wir machen das ganz kurz. Hey Holger. Ja, Holger. Du bist mir aufgefallen. Und ich wollte fragen, ob du Bock hast, einen Kaffee zu trinken. Kiss me. Kill me. Das ist Stitch von Ice Age. Das ist Stitch von Ice Age, Chat. Die sieht aus wie Stitch. Sid. Meine ich ja. Eine Mischung aus Yvonne Katterfeld und Sid. Aber wirklich 100%, ne? Allein auch die Zähne. Aber sonst sehr sympathisch. Vielleicht ist das auch ein Cosplay. Kein Outro. Na.